Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Und zwar werde ich euch in diesem Video alle meine Skincare-Produkte zeigen. Werde ich mit den Sachen beginnen, die ich fürs Gesicht verwende. Da benutze ich diese drei Sachen, und zwar ist das einmal der Reinigungsschaum von Balea, dann das Micellenwasser von BB und meine Abschminktücher von Balea. Aber meistens benutze ich nur den Schaum und das Micellenwasser. Und jetzt kommen wir zu meinen Cremes. Da benutze ich einmal eine Bodylotion von Balea, dann so eine Handcreme, und die ist auch schon fast leer, weil ich die wirklich jeden Tag und sehr, sehr oft benutze. Dann eine ganz normale Nivea-Creme und eine Creme von BB, und zwar in Avocado. Und das ist für trockene Haut, weil ich habe sehr, sehr oft sehr trockene Haut, und dann benutze ich die. Was ich auch sehr oft benutze, ist Deo, und da habe ich einmal dieses hier von Sienz, das ist aber schon fast leer. Dann dieses hier von Balea, wo ich auch die Bodylotion dazu habe, und einen Body Spray von Belou, und der riecht sehr, sehr gut, und den gibt es auch in anderen Richtungen. Jetzt kommen wir zu meinen Lippenpflegen. Und zwar habe ich hier hinten einmal einen von Labello. Der ist Blackberry Shine und färbt rot ab. Dann der hier ist von Labello und ist in Avocado-Geschmack. Dieser ist von Balea in Ice Berries, also so mit Beerengeschmack. Dann habe ich auch von Belou so ein Lippenöl, und zwar in der Geschmacksrichtung Frizzy Berry. Dann habe ich noch einen Lippenscrub von Labello in Aloe Vera. Der hier, der ist schon etwas älter, und zwar habe ich den 2018 zu Weihnachten bekommen. Der war in meinem Adventskalender, und der ist von Kneipp. Dann habe ich hier hinten einen Carmex, und zwar ist das der Classic. Ich habe den in Kirsche leider nicht gefunden, deswegen habe ich den genommen, aber ich finde den auch sehr gut. Jetzt kommen wir schon zu meinen zwei letzten Lippenpflegen. Und zwar habe ich hier einmal einen Lippenbalsam, und zwar in der Geschmacksrichtung Limette. Der ist von Lush. Und dann habe ich hier noch so ein Labello, da weiß ich leider nicht, woher der ist, weil den habe ich auch irgendwann mal bekommen, aber ich glaube, den gibt es sicher auch bei dir. Zu meinen Lipglossen, da habe ich nur zwei. Einmal diesen Shine 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 durchsichtigen von Essence. Und dann noch diesen Ultra Shiny Lip Gloss im Peach Geschmack von Sienz. Und der ist von DM und der ist von Lidl, glaube ich. Komm, meine Badesalze. Da habe ich gerade zwei, weil ich in letzter Zeit sehr, sehr oft Badesalze benutzt habe. Und einer ist von Freakly Moon und der andere ist von Belou. Und die habe ich beide von meiner besten Freundin bekommen. Und das hier habe ich zum Geburtstag bekommen. Also ich hatte halt im Oktober Geburtstag und habe ich es bekommen. Das hier habe ich mal einfach so bekommen. Ich würde euch jetzt meine ganzen Körperprodukte und Haarprodukte zeigen. Und zwar habe ich einmal so eine Creme-Dusche von White Chocolate und eine Creme-Dusche in Buttermilk and Lemon. Und die ist fast leer, deswegen hat mir meine Mutter einmal eine neue gekauft. Zu den Duschgel, ich habe euch ja gerade nur zwei gezeigt. Allerdings habe ich noch ganz viele Duschschäume von Belou und deswegen habe ich die halt einfach extra untergeteilt. Zu meinen Haarprodukten. Da habe ich einmal dieses Glam 2-in-1 Shampoo und Balsam. Das benutze ich eigentlich immer. Aber da sich meine Mutter einmal vertan hat und versehentlich das Shampoo gekauft hat und nicht die Spülung, werde ich in nächster Zeit jetzt das Shampoo und die Spülung benutzen. Und die sind beide von Gliss-Cool Schwarzkopf. Und da gibt es noch ein einziges Haarprodukt, was ich manchmal benutze. Und zwar ist das ein Trockenshampoo von Balea. Und das benutze ich wirklich, wirklich selten. Aber es ist gut, dass ich eins habe, weil falls ich mir nach 4 Tagen die Haare noch immer nicht gewaschen habe und es vergessen würde, benutze ich einfach das Trockenshampoo. Zwar hatte ich euch ja gesagt, dass ich Duschschäume und Duschgele habe, und hier sind sie, meine Duschschäume. Und ich habe auch ein einziges Duschgel von Belou, aber ich wollte das halt zu den Belou-Sachen dazu stellen. Und ja.
Da habe ich einmal das Duschgel von Bilou und zwar in Marshmallow, denke ich. Dann habe ich einen Duschschaum in Tasty Donuts, in Bubblegum, in, das ist Sweet Popcorn, Frizzy Berry und in Diamond Hands, aber das ist ein Handschaum. Da habe ich die Sachen aus dem Bilou-Koffer, den habe ich zu meinem Geburtstag bekommen und den habe ich von meiner besten Freundin bekommen, von der Anna. Und falls, Anna, du dieses Video siehst, ich danke dir nochmal vielmals, dass du mir das geschenkt hast. Waren im Bilou-Koffer dieser große Duschschaum, Bubblegum, der kleine Handschaum und der Sweet Popcorn drinnen. Und dann sind noch so, ich weiß nicht, was es ist, aber sind dann noch so Dinge drinnen und ja. Als nächstes zeige ich euch alle meine Masken und das ist der Part im Video, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Und zwar habe ich die Masken wieder in einzelne Untergruppen aufgeteilt und ja. Ich bin jetzt einfach mal mit Balea und zwar habe ich da einmal eine halbe White Chocolate Maske. Dann habe ich eine halbe Sugar Scrub Maske, die ist mit Brown Sugar und Chai, falls das irgendjemand kennt. Dann habe ich eine Tote Meer Maske, eine Gelmaske, eine Antifaltenmaske, eine Milchhonigmaske und eine reinigende Maske. Und ihr müsst wissen, ich liebe Masken. Und ja. Mache ich weiter mit meiner Peel-Off-Maske und zwar habe ich da nur eine und zwar ist das in so einer Tube und die ist vom Balea. Und dann habe ich auch noch eine Anti-Pickel-Maske und zwar ist das eine Hautrein-Anti-Pickel-Maske mit Teebaumöl, Salicylsäure und Zink und zwar ist die vom Balea. Dann habe ich noch solche Hautrein-Nose-Strips für Pickel, gegen Pickel ist das glaube ich, weil gegen unreine Haut. Weil bei der anderen ist, also bei meiner Balea-Maske ist auch gestanden für unreine Haut, deswegen benutze ich die oft. Und die kann ich wirklich empfehlen, die habe ich auch schon dreimal nachgekauft und ja. Ich weiter mit meinen Masken von Shebens. Da habe ich einmal eine Hyaluron-Maske, dann eine Peel-Off-Maske, eine Totes Meer-Schlamm-Maske und eine goldglitzernde Luxusmaske. Schluss kommen meine Tuchmasken. Und zwar habe ich einmal eine Vital-Tuchmaske von Balea, dann eine Avocado-Honig-Tuchmaske, die habe ich auch schon ein paar Mal nachgekauft und die ist auch sehr, sehr gut. Dann die Balea-Tuchmaske, die habe ich aber schon benutzt und vergessen wegzuschmeißen. Dann eine Augentuchmaske, dann eine von LVLY, so eine Face-Mask. Mit Manuka-Honig-Extrakt. Ich bin schon gespannt. Dann habe ich eine, also ich glaube zumindest, dass es eine Tuchmaske ist, so eine Anti-Stress-Maske oder so. Und eine Maske von Garnier. Ich werde euch jetzt Sachen zeigen, die eigentlich nicht zu Skincare benutzen, da ich aber nicht so viel davon habe, werde ich das euch jetzt auch in diesem Video zeigen. Da sind das meine Nagellacke. Da habe ich jetzt nicht so viel, deswegen zeige ich die euch direkt in diesem Video. Und zwar zuerst mal zu meinen Nagellackentfernern. Da habe ich einmal einen von Evelyn und zwar mit Aloe Vera Duft. Und der andere Nagellackentferner ist mit Candy Duft, weil ich hasse das, wenn das so ein natürlicher Nagellackentferner Duft ist. Deswegen kaufe ich mir jetzt immer einen mit einem anderen Duft. Nagellacken. Ich habe gerade geschaut, wo die Nummern der Farbe stehen, also die Nummernfarbe. Deswegen stehen meine Nagellacke jetzt ein bisschen anders. Zu meinem Nagellack, der hier ist in der Farbe 42. Der ist in der Farbe 06. Dieser blaugraue ist in der Farbe 29 und der weiße in der 33. Und diese Farbe ist in 37. Jetzt zu meinen letzten zwei Nagellacken. Der hier ist von Trend It Up und den habe ich letztes Jahr im Adventskalender bekommen. Und der hier ist aus Frankreich, den habe ich auf einem Markt gekauft und ja. Ich habe gerade nachgeschaut, bei Trend It Up steht leider nicht, welche Farbe der Nagellack ist, aber bei dem schon und zwar in der Farbe 121.
Jetzt werde ich euch noch die Sachen zeigen, die ich zum Beispiel zum Abschminken benutze oder zum Umfüllen oder allgemein. Und zwar zum Umfüllen benutze ich einmal so eine Flasche. Da kann ich zum Beispiel, wenn ich im Flieger bin, irgendwas einfüllen oder mein Micellenwasser, wenn ich nicht die ganze Flasche mitnehmen will. Und zwar war diese Flasche in so einem Set drinnen. Das gibt es auch in verschiedenen Farben, in Blau und Rosa. Und da waren noch ganz viele andere Sachen drin, aber die benutze ich gerade. Dann natürlich Wattepads für mein Micellenwasser. Eine Gesichtsmassagebürste für meinen Reinigungsschaum. Einen Maskenpinsel, eine Nagelfeile und dann noch so eine Pinzette und keine Ahnung, was das ist. Das ist noch eine Sache, die ich auch manchmal benutze. Und zwar ist es ein Coverstick von Essence und der ist in der Nummer 20. Dann gibt es noch drei Sachen, die ich wirklich, wirklich oft benutze, also so mindestens dreimal am Tag. Und die benutze ich eigentlich erst seit 2 Wochen, weil ich halt dort erst die Zahnspange bekommen habe. Und zwar benutze ich einmal diese Stäbchen für die Zwischenräume der Zahnspange, dann noch Zahnseide und einen Spiegel, weil ich nicht dauernd ins Badezimmer gehen will. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und auf ein Abo würde ich mich auch gerne freuen. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.